Das vielfältige und kreative Theater Mobile in Zwingenberg an der Bergstraße nutzt den 9. November, um an die Schreckensnacht der Novemberpogrome im Jahr 1938 zu erinnern und stellt die neue Veranstaltung Poetry Slam an der Bergstraße unter das Motto Gegen Rechts und für mehr Respekt in der Gesellschaft. Die Initiative wurde dafür als neuer Kooperationspartner eingeladen. In unserem Theater Mobile ist kein Platz für Rassismus. Wir freuen uns, dass heute Abend an diesem wichtigen, sensiblen Datum, dem 9. November, hier in unserem Theater ein Poetry Slam gegen Rechts stattfindet. Die Moderatorin Jule Weber ist selbst Poetry Slammerin. Viel Wert legt sie auf das Motto Respect the Poets und möchte damit auf die Vielfältigkeit und unterschiedlichen Darstellungen in der Szene aufmerksam machen. Wichtig ist dabei eben der Grundsatz, dass niemand ausgebuht wird. Jeder hat erstmal diesen Grundrespekt vom Publikum verdient, und wie gut das Publikum dann den Vortrag fand von dem einzelnen Künstler, das entscheiden sie ja dann durch die Bewertung. Egal wie schlecht oder gut der Text ist, solange der Poet auf der Bühne ist, bist du Zuschauer und bist du leise und respektierst, dass er, egal wie schlecht es ist, etwas gemacht hat und sich Mühe gegeben hat und sich auf diese Bühne getraut hat. Und das ist der große Respekt, der ihm einfach dabei entgegengebracht werden sollte und auch eigentlich immer entgegengebracht wird. Die Themen und Darstellungsformen beim Poetry Slam könnten unterschiedlicher nicht sein. Ob witzig oder sentimental, jeder bekommt die Möglichkeit, sich auf seine ganz eigene Weise auszudrücken. Die Sprache der Oma ist der Schlager. Du bist mein Schürzebäcker auf Dampferfahrt, bist mein Mahatma Gandhi in Anorak, meine Aphrodite auf Kaffeehack. Du bist der Grund, warum die Mama eine Mama hat. Die Welt zog scheinbar unaufhaltsam an mir vorbei. Ich erkannte, schneller werden zu müssen, um mithalten zu können. Und das war weitaus schwieriger als angenommen. Man musste stetig auf dem Laufenden bleiben, was am besten im Internet funktionierte. Überhäuft von den Möglichkeiten, sich dort sozial zu verbinden, melde ich mich reflexartig bei elitepartner.de an. Ich hatte schließlich Abitur. Ein junges Mädchen steht auf einer Bühne und liest einen Text für dich. Ein Mikrofon verdeckt ihr Mundbild und aus Boxen dröhnt ihre blecherne Stimme. Sie weiß, du hörst sie nicht. Aber das musst du nicht, um sie zu verstehen. Dankeschön. Für uns ist einfach die Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus, sehr wichtig, weil wir hier auch kulturelle Arbeit machen in diesem Theater, und wir finden, dass kulturelle Arbeit besonders dafür geeignet ist, eben eine Vielfalt zu zeigen, eine Vielfalt in unserem Programm, in unserer kulturellen Arbeit, und ohne Vielfalt hätte Rassismus zu sehr eine Chance. Dass man eben auch Dinge, die man nicht unbedingt gerne sieht, nicht niedermacht oder nicht schlecht kritisiert, sondern dass man die auch bestehen lässt. Trotz dass Poetry Slam ein Wettstreit unter Dichtern ist, merkt man ganz deutlich, dass ein solcher Abend nur mit Respekt bestehen kann und auch davon lebt. Respekt ist für mich ein anderes Wort für eine gewisse Grundachtung, die man jedem anderen Menschen erstmal per se entgegenbringen sollte. Egal, was man ästhetisch oder politisch oder sonst wie über ihn denkt. Weil die jungen Leute sich mit dem geschichtlichen Datum 9.11. nicht mehr so sehr auseinandersetzen. Sie wollen das auch nicht mehr. Aber das Thema Respekt und Rassismus ist ein Thema, was immer aktuell ist. Mit dem Anbringen des Respekt kein Platz für Rassismus-Schildes will das Theater Mobile sichtbar machen, dass die Vielfalt der Kunst ebenfalls die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegelt, die nur mit Respekt bestehen kann. Vielen Dank dafür.